Er ist im Moment in der Form seines Lebens. Micha Zverev hat bei den Australian Open die Nummer 1 der Welt, Andy Murray, geschlagen und ist jetzt auch für den Davis Cup hoch motiviert. Die Freude ist natürlich riesig. Ich bin auch sehr aufgeregt und ein bisschen aufgewühlt, weil Davis Cup habe ich schon seit 2009 nicht mehr gespielt. Und alles, was halt letzte Woche in Australien passiert ist, ist halt wirklich südlich des Äquators passiert. Ist schon sozusagen für mich, also nicht lange her, aber ich habe das schon abgehakt. Und hier beginnt eine ganz neue Woche und neuer Belag, sag ich mal, neue Bälle, alles ist ein bisschen anders. Zusammen mit seinem Bruder wird er für Deutschland spielen. Das gab es noch nie, dass ein Geschwisterpaar die Farben des Tennisbundes vertreten hat. Alexander, der jüngere Bruder, ist in der Weltrangliste mit Platz 22 sogar der beste Deutsche, gefolgt von Philipp Kohlschreiber auf Platz 29. Deutschland in Bestbesetzung. Die Belgier dagegen müssen auf ihren Topmann verzichten, was die Ausgangslage natürlich verbessert. Mit der Absage von Gauffin müssen wir die Favoritenrolle annehmen. Ich meine, unsere vier Spieler hier sind alle besser platziert als Steve Dassis, glaube ich, beziehungsweise Struffi ist, glaube ich, genau ein Platz dahinter. Wir haben das Heimspiel, wir haben das Publikum im Rücken. Da nehmen wir schon die Favoritenrolle auch an. Also allerdings muss man auch immer wieder dazu sagen, dass im Davis Cup auch viele unvorhergesehene Dinge mal passieren können. Viele heimische Fans hoffen jetzt, dass die beiden Zverev-Brüder auch Seite an Seite für Deutschland, nämlich im Doppel, spielen können. Erste Erfahrungen haben sie bereits gemacht, auch wenn sie natürlich kein ausgemachte Doppelspezialisten sind. Eine bestimmte Erfahrung ist schon da. Wir haben schon, sagen wir, ein paar Mal gut auf dem Platz gespielt, aber natürlich sind wir keine eingespielten Spezies, wie, sag ich mal, so die Bryan-Brüder. Da brauchen wir noch ein paar Jährchen, vielleicht 15 oder 20 oder so. Aber ich glaube, wir haben Potenzial, gut zu spielen, vor allem, weil unsere Spiele so unterschiedlich sind. Er spielt halt sehr schnell von hinten, hat einen guten Aufschlag. Ich versuche viel am Netz für Hektik zu sorgen und deswegen mal schauen. Ich denke, wir haben Potenzial, gut zu spielen. Ob wir es machen werden, werden wir sehen. Und ob wir überhaupt zusammen spielen, das werden wir auch nochmal sehen. Aber ja, ich würde mich freuen. Die Entscheidung, wer für Deutschland spielt und auch wer im Doppel antreten wird, trifft allerdings Teamkapitän Michael Kohlmann. Und das erst am Donnerstag.